alles zusammengenommen würde ich sagen, es war eine ganz schön wilde Zeit. War meine Mutter im Gegensatz dazu ganz ängstlich und meinte, um Gottes Willen und warum gleich einen Kredit aufnehmen? Uns ist dann sozusagen ein schönes Programm vor die Füße gefallen, was die Stadt Berlin organisiert hat. Was tue ich hier eigentlich und wie verändert sich die Welt um mich drumherum? Und bin ich mit dem, was ich hier tue, noch an der richtigen Stelle? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserer Playlist Gründergeschichten und auch Erfolgsstories. Denn unser Gast heute ist nicht nur erfolgreicher Gründer, sondern hat inzwischen nicht nur ein Unternehmen, sondern bereits zwei Unternehmen aufgebaut. Und ich freue mich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Lieber Thilo, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns an deinem Wissen, aber auch an deiner Erfahrung teilhaben zu lassen. Du hast dich vor einigen Jahren entschieden, dich selbstständig zu machen in dem Bereich der Aus- und Weiterbildung. Speziell ja in dem Bereich für Kinder und Jugendliche, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das so richtig? Wir sind ein Bildungsunternehmen in Berlin. Angefangen haben wir vielleicht unter dem Label Nachhilfeschule, so würde man es vielleicht beschreiben. Mittlerweile ist aber viel dazugekommen, aber es ist immer noch, sind immer noch Kinder und Jugendliche, die wir in außerschulischen Kontexten begleiten, fördern, unterstützen. Das mag dann manchmal Unterricht sein, wo man ihnen tatsächlich Fachwissen vermittelt, aber häufig ist auch emotionale Begleitung, soziale Kompetenzen, die vermittelt werden können. Manchmal es ist einfach, dass man mal Fußball spielen gehen muss mit Kindern, die sonst so nicht die Chance haben, sowas erleben zu dürfen. Und das machen wir gerne. Wir machen es auch gut, glaube ich. Und deswegen machen wir es auch immer mehr in den letzten Jahren. Ja, und du hast mir auch eingangs gesagt, dass du zu den Unternehmern gehörst, die eher das Luxusproblem haben, dass sie eher zu viel Aufträge, Umsatz haben. Ihr seid sehr, sehr gut ausgelastet. Du hast dich auch sogar entschieden, erstmal nicht das Unternehmen sozusagen auch weiter zu verkaufen, sondern es mal weiter zu betreiben, weil es so gut läuft. Das ist ja wirklich eine gute Erfahrung, die du dort gemacht hast. Kannst du vielleicht ein paar Worte sagen, was dich dazu motiviert hat, dich überhaupt selbstständig zu machen? Also ich glaube, dass ich mich selbstständig machen will, das war mir irgendwie schon immer klar. Ich glaube, das ist irgendwie Teil meiner DNA. Das habe ich schon beim Computerspielen als kleines Kind gemerkt. Mhm. Und das war für mich sozusagen keine Frage. Die Frage war vielleicht eher, womit mache ich mich denn selbstständig? Mhm. Und da war es dann das Umfeld einer Nachhilfeschule, wo ich im Nebenjob gearbeitet habe während meines Studiums, wo ich mich menschlich wohlgefühlt habe und wo ich das, ja, das Gefühl hatte, was Sinnvolles zu tun. Klar, logisch. Und aber auch das Gefühl hatte, dass die Art von Leuten, die da so arbeitet, mir sympathisch ist. Und deswegen war es dann zum Ende meines Studiums hin, als dann auf dem Tisch lag, okay, jetzt Selbstständigkeit, war dann die naheliegende erste Idee zu sagen, okay, dann probiere ich es doch auch in der Branche. Das heißt, du hast ja relativ früh in deinem Leben ja gegründet. Wie alt warst du dann damals? Das war so früh noch nicht, ich war Langzeitstudent. Ach so, okay. Also ich hatte die 30 dann schon überschritten gerade, ganz knapp. Genau, und hatte jetzt aber sozusagen bis auf eine ganze Reihe von Nebenjobs außer Studieren noch nicht viel weiter gemacht in meinem Leben. Also insofern früh, als es dann schon mein erster richtiger Einstieg in die Berufswelt und Geschäftswelt war, ja. Ja, und was würdest du jetzt sagen, was war so in den letzten Jahren, das ist ja schon einige Zeit jetzt her, was war denn so dein größter Erfolg, den du da für dich persönlich zu verbuchen hattest? Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass du ja aus dem Studium Abschluss und aus diesem Nebenjob, aus der Nebentätigkeit ja dann in die Selbstständigkeit gegangen bist. Ich würde das Gesamtkunstwerk sozusagen als den größten Erfolg beschreiben. Also, dass es zum Laufen gekommen ist, dass die Schwierigkeiten überwunden wurden und jetzt nun mittlerweile, also irgendwann kamen dann auch die ersten angestellten Personen. Das war eine große Schnittstelle, wo ich auch stolz drauf war, ein Arbeitgeber zu werden. Und jetzt nun mittlerweile haben wir 17 Angestellte. Das ist ja, ist auch nicht wenig. Da bin ich auch stolz drauf und freue mich auch, dass wir ein gut funktionierendes Team haben, wo ich auch, soweit ich höre von meinen Leuten, ein Team habe, was gerne da ist, wo es ist. Und jetzt habe ich ja auch eine Sache vorwegzunehmen, ist es ja so, dass du dir auch schon Gedanken machst, was machst du dann nach
der jetzigen Selbstständigkeit. Und da ist es ja ein häufiger Fehler bei vielen Nachfolgern, also sprich vielen Unternehmen, die verkaufen wollen, die Nachfolger suchen, dass sie keinen Plan danach haben. Und das natürlich hat häufig den Nachteil, dass sie gar nicht richtig loslassen können. Du hast ja aber schon einen Plan danach. Was hat oder welche Motivation oder welchen Vorteil verspürst du selbst, dass du selbst schon einen Plan nach deiner Selbstständigkeit schon gemacht hast, also einen After- oder Past-Exit-Phase? Sicherlich macht es das leichter, die nächsten Schritte dann zu gehen. Ich glaube, ich könnte auch nicht gut jemand sein, der ein halbes Jahr auf der Couch rumliegt, um erstmal überlegen zu müssen, wo es weiter hingeht. Mhm. Und wenn es sozusagen da schon eine Idee gibt, wie es weitergehen kann, dann ist es sicherlich hilfreich. Und ich glaube aber auch, dass sich Prozesse gegenseitig unterstützen können. Dazu muss man aber denen die Chance dazu geben und sich überlegen, wie das passieren kann. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, schon zu schauen, was ich in der jetzigen Phase vorbereiten kann, mitnehmen kann für spätere Lebensphasen. Ja, okay. Das heißt, du hast da deinen positiven Anker in der Zukunft. Ich glaube, es war etwas mit Tanzen. Du bist ja professioneller Tango war das, oder? Ja, Tango ist richtig. Mit professionell, daran müsste man auch arbeiten. Begeisterter Amateur vielleicht. Aber ja, das ist was mir immer Freude gemacht hat und wo ich vielleicht mein Alterswerk drin aufbauen kann. Eine Tango-Schule, soweit ich weiß. Ja, ich habe mal Tango Ranch gesagt, wo dann viel zusammenkommen kann mit Tango-Urlauben, ja. Die aus ganz Europa dahin führen können und ja. Wo dann aber auch getanzt und unterrichtet wird, wo aber auch gut gegessen, gut genächtigt und gut sauniert wird und alles, was sonst noch so Freude macht im Leben. Okay, bevor wir da in die Zukunft gehen, heute noch ein paar Worte in die Gegenwart und vor allen Dingen auch damals in die Phase, wo wir uns kennengelernt haben. Damals hast du überlegt, zunächst ein Franchise-Modell, ein Franchise-System zu übernehmen. Und da hast du ja bestimmte Punkte, Kriterien, die, sag mal, pro sind, die dafür sprechen und dann auch einige dann kennengelernt, die eher kontra sind. Und du hast als Franchise-Nehmer geplant begonnen und dann ist es aber anders gekommen. Was waren da so die Motive? Was hast du damals erlebt? Was waren da so deine Kriterien einfach dafür? Also ich habe sozusagen zwar mein Unternehmen alleine gegründet, aber hatte ja in einer Nachhilfeschule gearbeitet. Mhm. Mit den Chefinnen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, habe ich mich sehr gut verstanden. Und deswegen hat mir die gemeinsame Idee, gemeinsam den nächsten Schritt zu tun und mein Gefühl, aber selbstständig sein zu müssen, hat uns dann sozusagen auf die Idee eines Franchise-Systems gebracht, wo das sozusagen der erste Versuch sein sollte. Und auch wenn ich inhaltlich sehr überzeugt war von dem, was wir da probiert haben und auch nach wie vor den inhaltlichen Ansatz richtig finde, musste ich dann aber feststellen, dass das Konzept, was wir uns überlegt hatten für den Standort, an dem ich dann gelandet war, nicht das passende war. Deswegen haben wir uns entschlossen, die, ich sag mal, Franchise-Zügel ein bisschen lockerer zu lassen und nach auch ganz aufzulösen und zu sagen, okay, ich gehe dann meine eigenen Wege und bin mit dem erfolgreich, was bei mir am Standort funktioniert. Und das war aber sozusagen alles immer gut abgesprochen, weswegen wir sozusagen auch immer noch freundschaftlich miteinander verbunden sind und auch weiter sogar auch wirtschaftlich noch zusammenarbeiten. Ja. Genau, von daher, Franchise-Idee war bestimmt gut, aber dann nicht das Richtige für mich an meiner Stelle. Ja, was würdest du dann sagen, so aus deiner Erfahrung der intensiven Prüfung eines Franchise-Konzeptes, für wen wäre es geeignet? Was sind denn so die Vorteile eines Franchise-Systems? Ein Vorteil ist sicherlich, dass man nicht ganz alleine dasteht. Gerade als Solo-Gründer, der vorher noch nicht viel gemacht hat mit Selbstständigkeit, ist es sehr, sehr wertvoll, Menschen an seiner Seite zu haben, die einem Ratschläge geben können, die einem mal sagen können, welches Problem jetzt vielleicht einfach gar nicht so wichtig ist, sondern sich vielleicht selber erledigt und wo man aber vielleicht auch genauer hingucken sollte. Und das war mit Sicherheit wertvoll. Man kann natürlich auch auf andere Ressourcen zurückgreifen. Corporate Design, Corporate Identity, solche Geschichten, die, wenn man sie gut machen will, auch viel Aufwand und Arbeit und Nachdenken erfordern, sind dann vielleicht schon fertig. Und man kann direkt sich in die Arbeit stürzen, sich Kunden suchen, versuchen, die glücklich zu machen und ein Unternehmen aufzubauen. Das sind mit Sicherheit Vorteile von einem Franchise-Konzept. Mhm.
Was würdest du sagen, sind eher so die Nachteile, wenn man so Pro und Contra abwägt? Naja, man kann nicht alle selber so entscheiden, wie man es haben und machen möchte. Und man muss natürlich für die Dinge, die man bekommt, auch Geld bezahlen. Ja. Und ob das richtig austariert ist, muss sich bei dem jeweiligen Modell dann zeigen. Hm. Ob man genug Beinfreiheit hat, vielleicht auch am Anfang in der Gründungsphase, wo natürlich die Einnahmen noch nicht so hoch sind, ob es dann sozusagen auch Möglichkeiten gibt, erst später größere Franchise-Beträge abzutreten. Das ist sicherlich was gut geregelt sein sollte. Hm. Und dann, wie ich bei mir gemerkt habe, eben die Möglichkeit, auch das Geschäftsmodell, so viel anzupassen an den Bedarf, wie es nötig ist. Jetzt hast du ja damals deine Entscheidung getroffen, nach dem Studium gleich dich selbstständig zu machen, mehr oder weniger. Wie hat denn damals dein Umfeld reagiert? Haben die gesagt, jawohl, wir glauben an dich und wir unterstützen dich? Oder war es eher so Vorsicht oder wie kann man so blöd sein? Wie war das bei dir? Unterschiedlich. Ich glaube, mein Freundeskreis hat sich das wahrscheinlich eh schon gedacht, dass es in so eine Richtung irgendwie geht bei mir. Der war nicht so verwundert, aber ich nehme mal als Beispiel meine Eltern, die beide sehr unterschiedlich reagiert haben. Während mein Vater selber Richtung Selbstständigkeit gelaufen ist und mich dabei unterstützt hat, das toll fand und mir gut zugeredet hat, war meine Mutter im Gegensatz dazu ganz ängstlich und meinte, um Gottes Willen und warum gleich einen Kredit aufnehmen? Ja. Willst du nicht lieber erstmal kleiner anfangen? Und hat sich da sehr viele Sorgen gemacht. Ich bin froh, dass ich sie sozusagen nicht enttäuschen musste, sondern es sich alles gut entwickelt hat. Mhm. Aber von daher hatte ich sozusagen sowohl Zuspruch als auch Warnung in meinem direkten Umfeld. Das heißt, du bist dann damals auch den Schritt gegangen, eine Finanzierung aufzunehmen, um dann den Start auch dann dadurch zu ermöglichen. Korrekt, ja, genau. Ja. Das war ein geförderter Kredit über die Berliner Sparkasse, wenn man die an der Stelle loben darf. Aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht so viel. Das waren 35.000 Euro, letztlich aus EU-Mitteln. Bin ich auch dankbar für, dass sowas möglich ist hier. Die Sparkasse hat es abgesichert und ausgezahlt. Das war auch ein schönes Erlebnis, als ich dann nach 3-4 Jahren circa die letzte Rate zurückzahlen konnte, auch dann ein bisschen vorfällig sozusagen gesagt habe, so, jetzt alles abbezahlt, endlich wieder schuldenfrei. Jetzt hast du dich in der Phase ja damals, haben wir uns kennengelernt, auch für eine Beratung entschieden. Was waren denn da so deine Beweggründe, deine Motive? Ja, zum einen hatte ich ganz konkret natürlich das Anliegen, einen Businessplan zu entwickeln, der sozusagen auch bankenfest ist und dort zu einem Förderkredit sozusagen führt, was uns ja auch gelungen ist. Zum anderen wusste ich aber selber, dass ich nicht alles weiß und noch vieles lernen kann, was es so in dem ganzen Umfeld einer Geschäftsgründung sozusagen zu wissen gibt, sei es rechtlicher Art, sei es aber auch in Sachen Mitarbeiterführung oder was auch für mich immer ein großes Thema war und mich auch weiterhin noch interessiert, das Thema Selbstorganisation. Wie organisiere ich denn jetzt nun eigentlich meinen Alltag? Und das sind alles Themen gewesen, wo ich Ratschlag gern gebrauchen konnte und gut bekommen habe hier. Und deswegen hat es mich nicht nur herverschlagen, sondern deswegen bin ich auch hier geblieben. Ja, super. Es war auch, hat uns auch Freude gemacht, oder mir persönlich auch Freude gemacht, dich dabei zu begleiten. Und es ist natürlich, da hast du völlig recht, so, dass wir in der Schule einen Dienstplan bekommen oder einen Wochenplan, Stundenplan bekommen, in der Uni, überall kriegen wir Pläne und dann bist du auf einmal selbstständig und ist ja kein Plan da. Ich weiß nicht, ob deine Franchise-Geber dir da was gegeben haben, aber in der Regel darf man sich ja lernen, da komplett zu organisieren. Und jetzt war das ja auch so, dass du dann auch verschiedene Phasen dann durchlaufen hast, ganz persönlich. Wenn du jetzt einen Rückblick mal schaust, was dich dabei auch von deiner Außenweiterbildung gefördert hat, war das eher so, dass dein Studium dich da mehr darauf vorbereitet hat oder war das mehr die Erfahrung, die du nebenbei in deinen Nebenjobs gemacht hast, die dich da unterstützt hat und auch das Fundament gegeben hat für deine Gründung? Also vor allen Dingen wahrscheinlich die Nebenjobs.
Studiert habe ich Mathematik, ja. Und das ist sicherlich nicht ganz nutzlos. Also noch heute verbringe ich viel Zeit mit Excel-Tabellen, ja. Und profitiere da sicherlich davon, dass ich gelernt habe, mich zu strukturieren im Denken, ja. Und Prozesse analytisch irgendwie anzugehen. Sicherlich ein Vorteil. Ich glaube aber, dass ich mehr noch profitiert habe von Nebenjobs, in denen ich ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt habe und in denen ich auch die Chance hatte, Erfahrungen zu sammeln in Sachen Mitarbeiterführung, wo ich schon, ja, Teams leiten konnte und also Führungserfahrungen gesammelt habe, weil das doch relativ bald ein entscheidender Faktor wurde, ja, bei mir im Geschäft. Das hat mir, glaube ich, viel geholfen und natürlich dann die Phase während meines Studiums, wo ich selber als Nachhilfelehrer gearbeitet habe, ja, war natürlich auch ganz essentiell, um das Geschäft des Nachhilfeunterrichtes, der ja nun einen Großteil unseres Tuns ausgemacht hat und immer noch ausmacht, ja, auch ganz genau zu verstehen. Ja. Und Mathematik hast du studiert, war das auch Lehramt oder war das jetzt rein, ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist, reine Mathematik oder? Also, da gibt es einen Unterschied und ich habe tatsächlich angefangen, auf Lehramt zu studieren, ja, habe dann nach dem Grundstudium mein erstes Schulpraktikum absolvieren müssen, ja, und habe dann festgestellt, dass Schule nicht der Ort ist, wo ich alt werden will, und habe dann tatsächlich mein Studium gewechselt von Lehramt auf Diplom Mathematik, ja, und bin aber durch meinen Nachhilfeunterricht geben, ich sag mal, der Didaktik und Pädagogik treu geblieben, ja, und bin es ja auch heute noch. Ja. Also das lag mir schon weiterhin am Herzen, Kindern, Schülern dabei zu helfen, schlauer zu werden, was dazu zu lernen, ja, zu wachsen. Nur halt der Ort Schule war vielleicht nicht der richtige. Das finde ich ja eine sehr ermutigende, ja, Botschaft von dir, dass man auch in dem Bereich der Pädagogik oder wenn man gerne sich in Kinder oder Jugendliche investiert, dass man ja trotzdem auch die Möglichkeit hat, sich ganz klassisch selbstständig zu machen und erfolgreich zu werden. Und ihr habt ja mit über 17 Mitarbeitern auch 5-6-stellige Umsätze. Und das ist natürlich dann auch eine gute Nachricht für diejenigen, die sagen, ich habe als Lehrer studiert, aus mir kann nichts mehr werden in der freien Wirtschaft. Da höre ich ja von dir genau das Gegenteil. Ja, das ist ja eine sehr ermutigende Botschaft. Was würdest du denn sagen, was so die größten Herausforderungen für dich ganz persönlich waren im Zuge deiner Selbstständigkeit? Du hast einmal so die Schwelle genannt, so als die ersten Mitarbeiter kamen. Und aber was war für dich so, wo hast du am meisten so Engpässe erlebt, also auch persönliche, vielleicht auch wirtschaftliche, wo du gesagt hast, also da, das hättest du so nicht erwartet, dass das auf dich zukommt? Also tatsächlich gab es auch bei uns eine Anfangsphase, wo es finanziell nicht so rosig aussah. Wenn ich dann nachher gelesen und gehört habe, dass das vielen Gründern so geht, dass es so 2 Jahre dauert, bis man den Weg zum Erfolg einschlägt, dann war es bei uns nicht anders. Und im Rückblick, uns ist dann sozusagen ein schönes Programm vor die Füße gefallen, was die Stadt Berlin organisiert hat. Aber wir wären auch in dieses Programm nicht reingekommen, wenn wir nicht vorher schon Sachen richtig gemacht hätten. Also ich glaube, das war eine Herausforderung, die ich meistern musste, mich sozusagen im Markt zu orientieren und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo muss ich selber mehr rein investieren an persönlicher Energie und Zeit, um da mehr Kunden zu gewinnen und sozusagen auch flexibel zu bleiben und zu werden, um neue Wege dann auch einschlagen zu können, mich beispielsweise von unserem Franchise-Konzept zu verabschieden, als ich gemerkt habe, dass ich erfolgreich sein werde, nur wenn ich Programme der Stadt Berlin umsetzen werde, die nicht so reingepasst haben in das bisherige Konzept. Verstehe, das heißt, du bist ja in einen Markt hineingegangen, um das mal so zu visualisieren, wo du nicht der erste Angler am See warst, sondern das war ja schon also gut besetzt im Bereich der Nachhilfe. Und du hast viele Wettbewerber gehabt, ich kann mich gut erinnern, du hast alles genau analysiert und hast auch Angebote oder Kooperationen und da Unterscheidungsmerkmale auch gesucht. Was würdest du jetzt im Rückblick sagen, wie wichtig ist so das Thema Marketing für Unternehmer? Worauf kommt es dort an? Ist das eine Sache, die macht man mal am Anfang für einen Businessplan? Ist es eher ein laufender Prozess? Ist es richtig wichtig? Kann man das delegieren als Unternehmer oder ist das Chefsache? Viele gute Fragen. Ich habe es nicht komplett delegiert, sondern will schon sozusagen immer wissen, was da passiert. Und ich glaube, dass das auch ein essentieller Bestandteil ist. Also ignorieren kann man es nicht.
ohne jetzt alle Arten von Gründungen zu kennen, glaube ich, ist es wichtig, dass man es auch als eine permanente Aufgabe ansieht, dass man immer wieder überprüft, was tue ich hier eigentlich und wie verändert sich die Welt um mich drumherum und bin ich mit dem, was ich hier tue, noch an der richtigen Stelle. Und dann muss man sozusagen das, was man tut und macht, gegebenenfalls auch anpassen. Wenn man mal eine Zeit lang den Luxus hat, es sich leisten zu können, darüber nicht nachzudenken, weil es einfach genug zu tun gibt, dann sei es einem gegönnt. Bei uns ist es aber so, dass nun auch wenn wir genug Kunden haben, wir ja die Nachfrage auch beispielsweise bedienen wollen, also haben wir sozusagen auf der anderen Seite die Herausforderung, genug Honorarkräfte ranzuziehen, die sozusagen die Angebote dann umsetzen. Das hat sich entwickelt von vielleicht 50 Honorarkräften vor 3-4 Jahren auf 150 und mehr, die es jetzt zurzeit sind. Und das sozusagen will ja auch gestemmt werden und schon ist man wieder in der Marketingfrage drin. Ja. Wie finde ich die Leute, die sozusagen das machen? Also ganz raus kommt man nie und naja, bei allem, was man delegiert, muss man sozusagen wissen, ob man auch mit einem schlechteren Ergebnis vielleicht zufrieden sein kann. Wenn das möglich ist, dann kann man es delegieren. Ja. Wenn es perfekt sein soll und muss, oder man, ja, dann muss man es vielleicht selber machen. Jetzt ist es ja so, wenn ich das mal als Metapher, als Beispiel, Gleichnis mal so visualisieren darf, dass wir als Unternehmer ja auch ein bisschen so ein Angler sind, der dann an das Meer oder den großen See herantritt und dann Fische angelt. Und jetzt kann es ja schon mal sein, dass sich so ein Fischschwarm mal ändert. Ja, der eine, man startet als Gründer vielleicht mit Fischen, die gerne Würmer essen und dann nach 5 Jahren sind es auf einmal ganz andere Fische da, die vielleicht Teig essen. Also hast du das auch für dich persönlich so erlebt, dass es da eine Änderung deiner Zielgruppe gab oder war das die gleiche, mit der du als Gründer gestartet bist? Nee, da gab es auf jeden Fall eine Änderung bei uns. Also um es ganz konkret zu machen, wir sind mit einem Konzept gestartet, wo wir privaten Einzelunterricht angeboten haben für Eltern, die das für ihre Kinder für richtig und wichtig halten und das bezahlen. Das macht mittlerweile nur noch 2% von unserem Umsatz aus. 98% sind verschiedenste Programme, die die Stadt Berlin aufgelegt hat, um immer noch Kindern und Jugendlichen außerschulisch zu helfen. Aber es ist halt sozusagen nicht mehr das, womit wir mal gestartet sind. Also wir haben sozusagen ganz andere Kunden. Letztlich zahlt die Stadt Berlin auf direkten und indirekten Wegen. Ja. Manchmal sind es die Schulen direkt, aber die kriegen ja ihr Geld auch von der Stadt. Ja. Also letztlich hat sich das auf jeden Fall geändert und damit ändern sich natürlich auch permanent andere Dinge intern mit. Ja. Ganz klar. Und du hast ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt nicht nur die eine Zielgruppe der Schüler, du hast ja dann vielleicht noch die der Schulen, die dann auch noch irgendwie einen Kontakt herstellen. Und dann ist es ja häufig so, dass dann eine weitere Zielgruppe noch die Eltern vielleicht teilweise auch noch sind, die dann ihre Kinder schicken. Also wie hat sich das bei euch aufgesplittet? Wie gehst du mit diesen verschiedenen Arten von Gruppen um? Also es gibt so ein schönes Sprichwort, wo es heißt, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und daran sich zu erinnern im Bildungsbereich tut gut und ist auch in dem Fall richtig. Das heißt also, wenn wir wollen, dass ein Kind erfolgreich ist, im Sinne der selbstgesteckten Bildungsziele, dann müssen wir wohl mit dem Kind darüber reden, wir müssen aber auch mit den Eltern darüber reden. Es macht aber bestimmt auch Sinn, mit den Lehrkräften in der Schule darüber zu reden. Und wenn am Ende diejenigen, die uns bezahlen, dann nochmal andere Personen sind, nämlich die Schuldirektoren, dann müssen wir mit denen irgendwie auch noch drüber reden. Also haben wir sozusagen einen ganzen Pool von Personen, mit denen wir im Kontakt sein müssen. Und es ist wichtig, dann zu verstehen, dass ist ja ganz klar, ein Kind anders angesprochen werden muss, als es ein Schuldirektorium getan werden muss. Von daher müssen wir uns da schon genau Gedanken darüber machen, mit wem reden wir wie, was wollen wir eigentlich von den Personen, wie sollen die uns wahrnehmen, damit es sozusagen Folgeaufträge gibt, damit aber auch die Kinder ihre Bildungsziele erreichen. Ja, und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu deiner Gründung, hast du ja damals auch entschlossen, ein Kredit, ein Förderdarlehen aufzunehmen. Wenn ich mich recht erinnere, war es das KfW Startgeld, ja? Ich glaube, ja. Ja. Wie hast du das für dich erlebt? Das ist ja ein Förderprogramm, was EU-Mittel über die Landes- oder Hausbanken ja dann zu den Gründern leitet. Wie hast du das damals empfunden? War das eher so ängstlich oder war das eher so, sind die gut mit dir umgegangen? Wie hast du diese Phase für dich erlebt? Also ängstlich war ich nicht. Ich bin sehr froh drüber, dass ich da immer gut schlafen konnte, auch mit einem aus damaliger Sicht für mich hohen Schuldenberg.
Die Unterstützung sozusagen fand ich aber an allen Stellen gut. Also sowohl die von der KfW als auch von meiner Hausbank dann, als auch zum Beispiel die Unterstützung durch die X-Group. Also da hatte ich sozusagen zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, das wird schon. Und hatte auch sozusagen von Bankseiten aus das Gefühl, dass man mir da vertraut in dem, was ich mache. Es gab am Anfang noch eine Phase, wo ich immer mal wieder irgendwas rückmelden musste und mitteilen musste. Das wurde dann aber irgendwie auch schnell weniger in dem Maße, wie die Sachen gut funktioniert haben und liefen. Stellte man dann auch keine Fragen mehr. Und von daher hatte ich da eigentlich von allen Seiten her ein gutes Gefühl. Jetzt war es ja so, dass du dann auch die Corona-Phase erlebt hast, und ich kann mich gut erinnern, dass ihr auch Räumlichkeiten ja hier in Berlin habt, wo auch viele Schüler hinkommen, vielleicht auch die Nachhilfelehrer sich persönlich getroffen haben, und das war ja in Corona-Zeiten doch stark eingegrenzt. Wie hast du die Phase erlebt? War das negativ, förderlich? Wie hast du diese Veränderungsphase erlebt und gestaltet? Also alles zusammengenommen würde ich sagen, es war eine ganz schön wilde Zeit. Ja. Es ging tatsächlich auch sehr wild los, dadurch, dass wir natürlich das, was wir eigentlich tun, uns mit Kindern treffen und mit denen zusammen zu arbeiten, dann erstmal nicht mehr tun konnten. Also war sozusagen tatsächlich in dem Moment, als damals Frau Merkel ihre erste Ansprache hielt und aufzählte, was denn jetzt alles ab sofort geschlossen ist, auch für uns der Moment, wo wir sagen, naja gut, dann müssen wir auch erstmal aufhören zu arbeiten. Und dann habe ich sozusagen für die damalige Anzahl von Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet beim Jobcenter. Und das war mal dann ein Moment, wo der Berliner Senat mal vergleichsweise schnell gearbeitet hat, noch bevor sozusagen auch nur die ganzen Resturlaube abgebummelt waren und das erste Kurzarbeitergeld geflossen worden wäre, kamen schon die Signale aus der Senatsverwaltung, dass es jetzt umso wichtiger ist, wenn die Schulen zu sind. Es war ja auch eine Phase, wo dann die Schulen geschlossen waren und vieles Homeoffice oder Homeschooling sein sollte, was, wie wir alle wissen, am Anfang noch nicht so richtig gut funktioniert hat, hat die Senatsverwaltung schon deutlich gemacht, jetzt ist es umso wichtiger, dass die außerschulische Unterstützung, die ja eigentlich im Prinzip fertig eingerichtet war, dann auch weiter laufen soll, dann eben auch digital. Und das haben wir dann mit viel Aufwand, aber auch viel Herzblut schnell hinbekommen und konnten dann sehr schnell wieder mehrere hundert Schüler dann eben digital und online unterstützen. Sehr viel schneller, als es die Berliner Schulen dann hinbekommen haben, mit der Beinfreiheit, die man da als Unternehmer hat. Ja. Und naja, das ist dann was, was uns noch eine Weile lang begleitet hat. Einen Wechsel immer zwischen, jetzt darf es nicht mehr online sein, jetzt muss es wieder in Präsenz sein, jetzt soll es aber doch wieder online sein, weil die Zahlen wieder hochgehen. Und das, naja, man gewöhnt sich an alles und da haben wir nur eine gewisse Routine, uns da auf die verschiedenen Anforderungen diesbezüglich immer wieder einzustellen. Aber natürlich muss ich auch sagen, dass durch so vieles, was liegen geblieben ist im Bildungsbereich in der Zeit, wir natürlich jetzt ein gefragter Partner sind in der jetzigen Phase für die Stadt Berlin, um mitzuhelfen, dem zu begegnen, was da an Herausforderungen aufgelaufen ist in den letzten Jahren. Da gibt es ja den guten Spruch, selig sind die Flexiblen, denn sie können nicht gebrochen werden. Das hört sich ja sehr flexibel an, was ihr dort, was du auch dort gestaltet und erlebt hast. Unser Top-3-Wert unserer Unternehmenswerte ist Flexibilität, also von daher absolute Zustimmung. Ja. Und wenn du jetzt zurückguckst, also du siehst ja einmal das persönliche und unternehmerische Erleben und den Prozess, du siehst aber dann auch deine betriebswirtschaftliche Auswertung und die Jahresabschlüsse. War das jetzt für dich ein eher negativer oder ein förderlicher, eine förderliche Phase, die Corona-Phase für die Unternehmens- und Ergebnisentwicklung? Also unsere Unternehmensergebnisse haben davon profitiert. Ja. Ich will deswegen nicht die Phase als eine förderliche beschreiben, denn trotz allem hätte ich, glaube ich, darauf verzichtet. Es hat ja mit uns als Gesellschaft doch ein bisschen was angestellt. Aber wenn ich nur auf die Unternehmenszahlen gucke, dann haben die profitiert davon. Ich habe dich vorhin ja gefragt, was so deine größten Erfolge oder der größte Erfolge war. Jetzt ist das Leben ja so aufgebaut, dass es ja ein ständiger Wechsel ist zwischen Erfolgen und Misserfolgen, Erfolgen, Misserfolgen. Und viele Unternehmer sagen ja auch, dass man immer gewinnt, also entweder man gewinnt betriebswirtschaftlich oder an Erfahrung Lektion. Was war denn so deine größte Lektion oder der größte Misserfolg, den du erlebt hast, wo du gesagt hast, oh, das aber war ein Ding, da hast du wirklich viel draus gelernt, wo vielleicht auch andere, die heute zuschauen, sagen können, Mensch, da sollte ich darauf achten, dass mir das nicht passiert. Ich
würde jetzt mal in den menschlichen Bereich gehen. Ich habe ja nun mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet. Über die Zeit, die ich es jetzt mache, haben wir bestimmt mit über 1000 Honorarkräften zusammengearbeitet. Und immer wieder musste ich sozusagen die Entscheidung treffen, ob ich mit den Leuten zusammenarbeiten möchte oder nicht. Und das auf Basis von einem kurzen Interview sozusagen. Und ich glaube, was ich gelernt habe über all die Zeit ist da auf mein Bauchgefühl zu hören, ab von allem, was sozusagen an Fakten auf dem Tisch liegt, auch zu horchen, in mich reinzuhorchen, ob ich das Gefühl habe, dass das gut wird oder nicht. Und das zumindest als gleichberechtigte Stimme mitzuhören, dann hätte ich das vielleicht manchmal öfter gemacht, wäre mir vielleicht manche Enttäuschung erspart Ja. geblieben. Und dieses Bauchgefühl, würdest du sagen, das ist etwas Spirituelles, Überirdisches, oder würdest du eher sagen, ist die Menge der gemachten Erfahrungen, was dann mit den Reizen, die dich dann konfrontieren in diesen Vorstellungen, Interviews, dann korrespondieren und dann dir ein gutes oder ein schlechtes Gefühl geben? Was würdest du da sagen? Wo kommt das her? Wahrscheinlich eher Letzteres. Dass es sozusagen einfach Entwicklungen auch sind, die man ja mal gesehen hat, wo man mal was probiert hat und dann hat es nicht geklappt und dann muss man hinterher den Scherbenhaufen aufräumen. Dann hat man das nächste Mal vielleicht ein sensibleres Gespür dafür. Wahrscheinlich in die Richtung. Genau, ich frage ja noch ein bisschen nach, weil manche dann sagen so, wenn ich so ein Bauchgefühl nicht habe, dann bin ich nicht geeignet als Unternehmer, und ich höre eher raus, dass dir ja die vielen Erfahrungen, die du gemacht hast, ja auch in deinem Nebenjob schon während des Studiums oder in deiner, ja, deinen beruflichen Phasen, eher dann sozusagen dir mit steigender Menge dann immer genauere, auch innere Impulse geben, nach denen du dich dann entscheiden solltest. War so richtig, ja. Absolut. Gut, wenn du jetzt nochmal zurückguckst, gibt es da etwas, was, wo du sagst, das würdest du anders machen oder neu sortieren oder eine andere Reihenfolge, oder sagst du, das war alles so ideal oder schon ganz gut gelaufen von den Prozessen, Vorgründung, Gründung mit Finanzierung, die Franchise-Idee, Beratung an der Seite und dann die verschiedenen Phasen durchlaufen? Ich glaube, so die grundsätzliche Struktur, wie sich das alles entwickelt hat, die ist schon ganz okay so gewesen und hätte vielleicht auch gar nicht viel anders sein können. Also hätte ich da sicherlich würde ich vieles genauso machen und sehe da sozusagen nichts. Sicher sind Erfahrungen dabei, die man keine zweimal machen muss, das auch, aber nein. Also gerade in der Gründungsphase, glaube ich, ist es gut gelaufen und danach ging es dann los und sicherlich habe ich da mich manchmal auf falsche Dinge konzentriert, was ich jetzt anders machen würde und wo ich jetzt fokussierter wäre, aber nein, gerade die ganze Phase mit Franchise und Kredit und dann loslaufen erstmal und Erfahrungen machen und sammeln und sich dann wieder neu orientieren und so, das muss wahrscheinlich einfach so sein. Jetzt, wenn ich zurückgucke, haben wir uns ja kennengelernt, bevor du gegründet hattest, haben dich begleitet beim Finanzplan, Businessplan, Bankgesprächen und die Förderung und später auch bei der Selbstorganisation. Jetzt weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben. War das über ein Gründerseminar, eine Weiterempfehlung? Weil den YouTube-Kanal hatten wir ja damals noch nicht. Nein, das war eine persönliche Empfehlung von einem Freund, Andreas Förster, Ah, genau. der mir damals den Tipp gegeben hatte. Und dann war ich auch auf Gründerseminaren und es war, glaube ich, in der Anfangsphase so ein bisschen sowohl Einzelgespräche von uns beiden als auch sozusagen Teilnahme an den Seminaren, die X-Group damals schon angeboten hat. Ja, das hat mich sozusagen dann in die X-Group gebracht. Super, vielen Dank. Jetzt zu den Zielen. Es ist ja so, dass du dir die Ziele ja selbst setzen kannst und auch immer selbst gesetzt hast. Das fängt ja schon an halt beim Businessplan, beim Finanzplan. Das ist ja schon mehr oder weniger eine schriftliche Zielsetzung, nicht nur mit Ergebnissen, sondern irgendwann auch mit Aktivitäten. Was sind denn so deine persönlichen Unternehmerziele? Ich habe jetzt so eine Erinnerung, dass du gesagt hast, nur eine weitere Geschäftsidee alleine wäre für dich zu langweilig. Gibt es da schon was Zweites, was Neueres, oder was ist so deine Zielsetzung, die dich am Laufen hält, dich motiviert, morgens aufzustehen? Also die weiteren Geschäftsideen, ich glaube, die müssen noch ein paar Jahre warten. Jetzt im Moment macht es mir Spaß, was ich tue.
ich glaube, ich habe mich selber kennengelernt als jemand, der in regelmäßigen Abständen alle 2 bis 3 Jahre irgendwie was anders machen muss und was anderes tun muss. Aber das ist ja auch das Schöne an der Selbstständigkeit. Man kann sich in seinem eigenen Unternehmen ja aussuchen, an welcher Position man sozusagen tätig sein will. Und das ist im Moment so, dass ich da die Dinge tue, die mir Spaß machen. Das hat viel mit effizienten Abläufen zu tun, womit ich mich gerade beschäftige, und aber auch mit Personen, mit der Entwicklung von Personal, was sozusagen bei mir arbeitet und wachsen kann und möchte. Das sind 2 Sachen, die mich viel beschäftigen und die mir jetzt gerade Spaß machen. Und das mache ich jetzt mal so lange, wie mir das noch Spaß macht und wie es natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Und wenn das irgendwann nicht mehr so ist, dann schaue ich, ob ich eine andere gute Stelle in meinem Unternehmen für mich finde. Ja. Und schauen wir mal, wie lange das noch der Fall sein wird. Ich hoffe, noch eine Weile. Super. Jetzt eine Frage habe ich noch, weil du auch gerade das Stichwort genannt hattest, wirtschaftlich erfolgreich, wachsendes Unternehmen. Jetzt ist ja häufig so die Frage, kriegt man dann das alles im Leben unter einem Hut? Hat man eine gewisse Balance? Ja? Und ich habe jetzt auch von dir gehört, dass du ja auch im Tanz, auch sportlich unterwegs bist. Und wie würdest du denn sagen? Würdest du sagen, du arbeitest 168 Stunden in der Woche, oder kriegst du das eher hin, dass alle Lebensbereiche so in der Balance sind? Ob ich eine perfekte Balance da mal erreiche, weiß ich nicht. Ja. Aber es ist zumindest... arbeite ich keine 160 Stunden in der Woche. Wahrscheinlich geht es irgendwo Richtung 40. Das ist ja doch noch friedlich und verkraftbar, sodass auch Zeit für ein Privatleben bleibt mit allen Bereichen, die da auch dazugehören. Auch dazu bin ich dankbar für das, was wir dazu mal zusammen ausgearbeitet haben mit verschiedenen Lebensbereichen und wie das auch wichtig ist, dass die sich gegenseitig auch stützen. Als einfaches Beispiel: ohne gute Gesundheit ist das erfolgreiche Unternehmen nicht lange zu führen. Von daher ist es mir schon auch gut klar geworden, wie wichtig es ist, dass man auch trotzdem in seine menschlichen Kontakte investiert oder auch in seine eigene Ausbildung. Und ich versuche es so gut wie es geht, alles in Balance zu bringen, habe es auf jeden Fall alles auf dem Schirm. Mal klappt es ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber glaube schon, dass es einigermaßen ausbalanciert ist. Ich kann mich jedenfalls noch nicht über Burnout oder Ähnliches beklagen. Super, dann wünsche ich dir auch, dass das bleibt. Zum Abschluss jetzt für unsere Zielgruppe der Gründer oder der Gründenden, um das mal genderkonform auch zu nennen, oder die vielleicht jetzt gerade frisch gestartet sind, was würdest du dann so als Motiv, als Leitsatz nehmen, weil du auch den Begriff der Werte genannt hast? Also man hat ja so eine Vision und eine Mission, Unternehmenswerte. Was würdest du so mitgeben aus diesem Aspekt, so der persönlichen unternehmerischen Rahmenbedingungen, was ein Gründer beachten sollte, wenn er auch erfolgreich werden will? Mut haben, es zu tun, auf jeden Fall. Interessiert zu sein an dem, was denn da kommt, denn es wird sicherlich nicht das sein, was man erwartet hat. Und dann flexibel genug sein, um sich einzustellen auf das, was man denn da erlebt, und dann auch Freude dran haben an dem, was man dann für Erfahrungen sammelt und wie man es schafft, sich seinen Weg zu bahnen, der vorher noch unklar ist, aber der bestimmt auf jeden Fall spannend wird. Und eine Frage noch, bevor wir zum Abschluss kommen: Ist es so, dass du jetzt auf das Einzugsgebiet Berlin beschränkt bist, Berlin-Brandenburg, oder ist es inzwischen durch Corona und Digitalisierung auch so, dass du bundesweit mit deinen Lehrern und Lehrkräften am Machen oder anbieten kannst? Also unsere Angebote sind tatsächlich Berliner Angebote, wo wir sehr spezialisiert sind. Aber wir haben einen Mitarbeiter, der in Brasilien lebt und arbeitet und von dort aus unsere Buchhaltung macht. Also von daher ist es mir nicht unbekannt, dass es andere Orte in der Welt gibt, wo Menschen auch gerne leben, arbeiten. Und von daher mal gucken, was da noch kommt. Ja, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Angebot machen darf. Das kannst du ja vielleicht nochmal sagen. Dein Geschäftsmodell funktioniert. Du kennst das Prinzip Franchise. Können sich dann andere aus anderen Regionen bei dir melden und sagen, Mensch, ich will auch so erfolgreich werden, und du bietest da Franchise oder Ideen oder Lösungen an? Oder würdest du sagen, nee, das behältst du für dich? Wie ist da dein Plan? Also ich bin kein Geheimniskrämer. Ja. Fragen kann man immer. Ich glaube fest daran, dass Austausch miteinander beide Seiten immer weiterbringt. Ja. Von daher, wer was wissen will, kann gerne fragen. Ich glaube, ich für mich persönlich habe gelernt, dass ich selber so eigenbrödlerisch
dann irgendwie bin, dass ich lieber für mich selber vor mich hinwurschtle und mein Unternehmen selber betreibe. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch mit anderen Unternehmen ja jetzt auch schon in Kooperation sind und im Austausch sind. Und das ist, glaube ich, was sehr Wertvolles. Also von daher, wer da was fragen möchte, soll das gerne tun. Vielen Dank. Das heißt, auch wenn ich es raushöre, deine Mitbewerber sind jetzt nicht deine Feinde, sondern teilweise sozusagen auch arbeitet ihr auch zusammen, unterstützt euch. Ja, Wettbewerb ist für mich da nicht das Motivierende dabei. Ich glaube, wir sind Kollegen. Wir haben alle das Ziel, für die Kinder und Jugendlichen was zu erreichen. Das eint uns, das hat uns alle in diese in diesen Job gebracht, den wir machen. Und das wissen wir auch voneinander. Von daher bin ich da auch sehr gerne im Austausch mit meinen Kollegen, auch wenn sie in anderen Instituten arbeiten. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, Thilo, für deine Offenheit und auch die Bereitschaft, ja, auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Vielleicht ist ja der eine oder andere Lehrer oder der Studierende im Bereich Pädagogik auch dabei, der diesen Wechsel aus dem klassischen Angestelltenlehrerberuf ja auch gehen will in die freie Wirtschaft. Und ich höre auch raus, dass da, wenn Fragen sind, dann auch gerne jemand da nicht rantreten kann. Super. Ja, wenn du auch Interesse haben solltest, Fragen haben solltest zum Konzept oder auch zum Geschäftsmodell, zum Unternehmen von Thilo Petzold, findest du unter dem Video direkt einen Link zu dem Unternehmen Lehrreich GmbH. Es gibt ja auch noch ein zweites Unternehmen, eine gemeinnützige UG, um einfach für bestimmte Programme, die hier im Land Berlin angeboten werden, auch vorbereitet zu sein. Also auch das ist möglich, wenn du Fragen haben solltest, allgemein zur Gründung oder zur Finanzierung, auch mit dem Programm KfW Startgeld, bist du auch gerne eingeladen, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Auch diesen Link findest du direkt unter das Video. Und jetzt vergiss nicht, das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat, gerne zu teilen, den Kanal zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu tätigen, damit du auch in Zukunft informiert wirst für den nächsten Beitrag. Vielen Dank an dieser Stelle, Thilo Petzold.